Oh! Hey, Grauschopf, ich biete dir das Geschäft deines Lebens. Na schön, was hast du anzubieten? Magisches Zubehör, alchemistische Zutaten, Tränke und vieles mehr. Interessant, du siehst aber nicht wie ein Magier aus. Stimmt, weil ich keiner bin. Ich sorge dafür, dass die Habseligkeiten der armen Seelen, die auf dem Scheiterhaufen verbrennen, in die richtigen Hände gelangen. Gut, was hast du anzubieten? Nur Raritäten zu einem unschlagbaren Preis. Verdammt, du hast mich hier nicht gesehen. Der Halbling, was wollte er? Und warum ist er abgehauen, als er uns kommen sah? Er hat seine Suppe auf dem Ofen vergessen. Ich hätte Lust, dich selbst auf den Ofen zu setzen, Klugscheißer. Ich werde dich im Auge behalten. Gehen wir. Jeder für sich selbst. Ein gutes Gebräu. Der Halbling hat nicht gelogen. Der Duft wird weit reichen. Außer Narzissen hat das Leben nichts Schönes zu bieten. Hey, Grauschopf, ich biete dir das Geschäft deines Lebens. Und du bist ein feiner Kerl, weil du mich nicht verpfiffen hast. Dafür werde ich dir einen Rabatt geben, Kumpel. Und? Wollen wir ins Geschäft kommen? Ja, aber diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Reihen oder nicht? Alle Sünder werden im ewigen Feuer. Thank you.
Hey, du. Götter. Hab ich aber Appetit gekriegt. Der Sensenmann kommt mich holen. Hey, Silbermähne. Was hat mich denn da rauslassen? Feuers mit dir sein. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst eine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gallige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt nie mein Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Der Plan ist wirklich verrückt, aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Nicht bis so schmerzhaft wie das Leben. Ein Stoff aus dem fernen Süden. Sieh an. Ah, noch ein Kontakt. Klar. Komm schon, komm näher. Wie war es wie mir?
muss pissen wie ein Stier. Verflucht! Hier ist der Hund begraben. Befrei mich vom Zweifel, vom Zorn, von der Angst. Du Scheiß! Rettet uns vor dem Mir Bösen! Mir fehlt die Berührung einer Frau. Ich brauche eine Pause. Aufmachen. Oh. Wo gehst du hin? Ich kann nur einen einzigen Hupen. Sag den großes Verlangen in den Hals. Ja? Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich hab ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Und in der Früh, da musst du sehen, was mit ihm war geschehen. Sein Best. Ich habe nicht zurück.
Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Hallo. Was führt dich her? Und die Suche nach Junior? Wie läuft sie? Spätestens morgen sieht der Saukerl die Radieschen von unten. Willst du mit ihn zu fangen? Eure Zankereien interessieren mich nicht. Hallo. Was führt dich her? Ich suche schon selber nach Junior. Schade, dass du nicht erst hergekommen bist. Ich hätte dir geholfen. Eure Zankereien interessieren mich nicht. Hallo. Was? Und ich... Spät bist du? Eure Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Möge die Macht es. Feuers mit dir sein.
Hier wird nicht rumgehangen. Ich habe dich bei Chapels Verbrennung gesehen. Irgendwas im... Da! Komm schon! Dämon! Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Bei den Titten einer Mittagserscheinung! Du bist ja ein... Ja, wen willst du sprechen? Driss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, Geralt? Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Für die Armen! Ich glaube, ich habe was Schlechtes gegessen. Bin schon den ganzen Morgen geladen. Erstklassige Schwerter.
Zeig mal, was du anzubieten hast. Bis dann. Und ich bin hungrig. Ewiges Feuer. Warum nicht?